Tag 7 von 10 bei der Friedberger Zeit. Immer noch kein Regentropfen zu sehen. Trotzdem sind schon Leute nass geworden. Entweder bei der Bäckertaufe oder auch bei Karin Sabina Scherer. Sie ist nämlich Baderin, hat ihren Stand auf dem Marienplatz. Was macht das Fest für Sie aus, Frau Scherer? Das Fest macht für mich aus, dass wir alle hier eine große Familie sind. Wir kennen uns mittlerweile schon seit vielen Festen. Ich bin jetzt heuer schon zum 6. Mal mit von der Partie. Und es ist eigentlich immer auch ein großes Hallo, sich hier wiederzusehen. Die Nachbarn, die Spengler machen mir immer den Wasseranschluss. Und es kommen auch hier von den anderen Ständen teilweise die Bedienungen und die Handwerker zu mir, um sich kurz zu erholen bei einem erfrischenden Fußbad mit einer Fußmassage oder mit einer Einreibung. Wir haben heuer auch eine Massageliege mit dabei, wir haben jetzt auch schon teilweise auch geplagte Handwerker den Rücken massiert. Gestern Abend war ein Junge da zu massieren, der nach dem Sport sehr drauf aus war, eine Massage zu bekommen. Und das war ganz süß. Die Eltern waren da und haben zugeschaut, haben dem Bub, der war 10 oder 11, war dann bei uns auf der Liege gelegen und hat sich massieren lassen. Ja. Ansonsten ist es einfach wirklich ein großes Hallo, habe die Ehre. Und so tagsüber scharrt man schon mit den Hufen und guckt, wann man wieder raus kann, wann es losgeht mit dem Aufbauen. Und freut sich schon immer auf den nächsten Tag. Jetzt haben Sie schon viel beschrieben, was Sie an Ihrem Stand machen. Können Sie trotzdem nochmal, damit man sich wirklich vorstellen kann, sagen, wie sieht so ein Tag für Sie aus beim Altstadtfest an Ihrem Stand? Ja, ist natürlich geprägt mal generell von der Vorbereitung, bevor das Fest überhaupt losgeht. Wir haben heuer ganz viele Badesalze selbst hergestellt auf der Basis von Meersalz mit reinen ätherischen Ölen und haben verschiedene Düfte und Ingredienzien dazu, welche mit Rosenblätter, welche mit Lavendelblüten, passende Öle dazu. Wir haben selber Lotionen hergestellt zum Einreiben während der Massage, eine mit Melisse und Lavendel und eine andere Lotion mit Minze und Eukalyptus. Und es sieht dann so aus, man kommt zu uns, man bekommt eine Wanne, eine Fußwanne, wo man sich dann hinsetzt auf die Bank, die Füße badet und dann gibt es ein Peeling, wir nennen das Ruppel, mit weißem Gold, mit reinem Meersalz und dann, wenn die Füße abgetrocknet, dann geht es ab in einen ganz bequemen Sessel, in einen alten Sessel und da wird dann eben mit einer entsprechenden Lotion, wenn die Füße massiert. Wir massieren auch die Hände, beziehungsweise dann halt auch, wenn es angefragt wird, natürlich auch den Rücken, den Nacken. Wir haben auch schon Kopfmassage gemacht. Das kommt jetzt dann eher am Wochenende, wenn dann die Freitag- oder die Samstagnacht sehr lange war. Dann haben manche am Sonntag oder am Samstag einen dicken Kopf und dann gibt es wirklich auch eine richtig gute, feste Kopfmassage. Haben Sie da noch Kapazitäten fürs Wochenende? Da haben wir noch Kapazitäten, klar. Okay. Also es geht da ohne Buchung einfach kommen und das ist gar kein Thema. Da sind jetzt, glaube ich, ganz viele beruhigt. Ja, genau. Merken sich das schon mal vor. Ja, ja. Und vor allem jetzt wird es ja auch richtig schön. Letzten Samstag war es jetzt leider zu kalt. Aber wenn es jetzt noch richtig heiß wird, dann spritzen wir auch richtig mit dem Wasser am Marienplatz rum. Also ich kann mich an Feste erinnern, wo es tagsüber sehr heiß war, wo wir dann auch hier wirklich kalte Güsse am Marienplatz gemacht haben für alle, die sich oben ausziehen wollten. Und dann ist ja noch richtig was geboten, bei Ihnen am Stand, aber auch sonst. Was würden Sie denn mal allen empfehlen, die aufs Altstadtfest gehen, außer Ihrem Stand zu unternehmen hier? Also was ich immer sehr schön finde, ist nachts die Badung bei den Badern von der Wasserwacht. Die holen dann immer noch mit einem großen Bremborium noch irgendjemand ab und der wird dann nachts um 11 noch gebadet. Aber was ich selber auch sehr schön finde, ist drüben das fahrende Volk mit dem Feuer. Das ist eigentlich immer sehr romantisch, sehr, sehr schön. Gerade abends immer eine nette Atmosphäre. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall mal rüber zu gehen. Ja. Ich sage danke, wünsche noch viel Spaß und habe die Ehre. Habe die Ehre.